Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle im Kopf. Ja, nachdem ich Hamburg gegessen habe. Ja, kurz so ein kleines Eis, ne? Und dann geht's weiter hier bei Kettle im Kopf. Und zwar zur 5. Folge. Ne, das wird so. Kommen wir durcheinander mit LS und Kettle im Kopf. Wir werden hier am Feld längs fahren, also quer. Auch wenn da ein paar Bäume stehen. Das macht nichts, aber im großen Ganzen, die langen Flächen machen sie das besser. Jetzt werde ich mal ganz kurz GPS umstellen. 90 Grad. Wo ist er? Hier. Neu. Also neu. Zurücksetzen. Und jetzt muss ich nur noch noch ein bisschen nach links fahren, würde ich meinen. Eine halbe Radbreite. Den klappert schon, ne? So, halbe Breite, Mikrofon, ja, das passt. Mikrofon ist ganz wichtig. So oft hin und wieder vergesse ich das mal, dich dran zu führen an mein Gesprächsorgan, ne? Ist halt so, ne? So, tief und Lenkung aktivieren, ne, dass man auch schön geradeaus fährt und dann gleich mal den zweiten Gang rein. Geben wir Gas. Ja, wie gesagt, Mikrofon, das vergesse ich hin und wieder mal. Hatte ich heute zur ersten Folge auch vergessen gehabt. Ich habe es aber dann kurz darauf die Folge beendet, weil ich mir sagte, naja gut, sehe ich, finde ich optimal. Stopp. Das heißt, wir sind daneben. Wir müssen doch noch mal nach links fahren. Ich möchte ja nicht zu viel verschenken. Ne? Optimal. Guck mal, heißt diese Wiese, ne? Also Tellern oder was man nennen möchte. So, dazu muss ich mal ganz kurz den Kurs korrigieren. Bremse. Okay, und zwar müssen wir und noch mal ein bisschen nach links. Das war zu viel. Ammo-Gerät. Jetzt muss ich lügen, weil ist keine Ahnung. Gut, laut Traktor jetzt. Ach, das kann man auch machen. Okay, das passt. Okay. So, ob das hier jetzt optimal ist. Höhe setzen. Hier, ja gut, okay. Das heißt, wenn wir jetzt theoretisch im Fahrzeug sitzen, theoretisch, das wird man anders sehen können. Ja, ungünstig, ne? So, machen wir so. Starten wir gleich kurz. Teller rein und Gas geben. Zweiten Gang. Ich möchte ja am liebsten die Beine, das Feld mit der heutigen Folge abschließen. Das wäre der optimale Fall. Ansonsten müssen wir, naja, leider, mit die Haare so lang, Friseur zu. Nervt. Ansonsten müssten wir mal ganz kurz korrigieren, ne? So, stopp. Also vom Weiten dachte ich, wäre gut. Das heißt, ich werde jetzt nicht zurückfahren, ich werde nur ein bisschen weil er verschiebt vorne nicht. So. Ist da ein Grad so viel?
Ja, gut. Wenn wir die erste war mit Leben. Da drinnen. Nee. Naja, so teil ist es auch nicht. Ich würde ja eben bei der nächsten Mal bei der Aussaat eh vorgruppen. Das ist eh auflockern für die Aussaat, ist eh besser, ne? Ist immer sinnvoll, den Boden locker zu gestalten. Abhängig vom Boden, natürlich kann es sein, dass es auch weich genug ist. Aber viele Böden, gerade die schweren, harten Böden, wenn das mal Regen war und dann Sonne scheint, dann ist Lehmboden kann sehr, sehr, sehr fest sein. So, da Stein stört? Nö, aber der Baum stört. Ich muss mir ein bisschen rangieren. Das ist ja halt so, ne? Gas geben. Das kann jetzt hier natürlich sein, dass ein bisschen. Das geht weg. Das von oben müsste das eigentlich auch noch weggehen. Also. Das müsste passen jetzt. Dass wir hier ein Stück hier am Rand ein bisschen nicht gemacht haben. Na gut. Ist dann halt so, ne? Werden wir leben. Auch mal die Beine ausstrecken. Ja, da geht nicht mehr. Rechts habe ich. Nee, links. Ja, rechts habe ich ja die Schaltung jetzt und da ist ja. Naja. Ich kann die Fuß nicht mehr ausstrecken rechts. Muss ich übers Gaspedal gehen. Geht aber auch. Und sage ich, ich will es probieren und testen. Abschrauben wird jetzt aber auch nicht. Also, das ist sehr mühsam. An einer sehr tiefen Stelle kann man sagen. Und ich komme hier relativ schlecht am Tisch ran. Ah, hier vorne ist doch ein bisschen noch. Naja gut, ist ja halt so, ne? Vielleicht, wenn ich das zum Schluss sehe, okay, ich mach nochmal nach, dann mache ich es nach. Ansonsten hoffen wir, dass nichts Schlimmes. Ich wollte noch mal schauen. Ganz kurz rein. Da brauche ich ein bisschen was. Und zwar. Feld 3. Das Feld 3 ist das große Feld. Ja, Wachstum. Auch nicht schlecht. Gekuppert zu 100%, das ist gut. Tiefenlocker bleibt 50%. Ob ich. Ja, weiß ich auch nicht. Temperatur. Also Düngemodus ist ganz gut aus, ne? Noch Anführungszeichen. Ne? Da auch nicht so viel machen. Einzige, was wäre jetzt normalerweise das andere Zeug hier. Phosphat und Stickstoff. Aber da sieht man früher nach, was entsprechend jetzt hier erbringt. Weil das Stroh hat ja auch einen gewissen Düngewert, ne? Normalerweise. Ja, stellen wir jetzt auf einiges liegen, ne? Obwohl hier jetzt die GPS ist, ne? So, das wollte ich nicht so machen. Wollte ja nur hochheben, das wollen wir außerhalb machen. Das ist ganz so ungenau. So. Richtige Spur. Und dann TT. TT ist Tempomat. Zweimal TT ist praktisch im vierten Gang. Eine Art Automatik. Man kann hier auch irgendwie schalten. Numero-Taste, glaube ich. Aber das. Ja, wenn ich schalte, dann mit Gerät. Funktioniert aber nicht. Wo das anzeigt. Mit gewissen Positionen, mit Zahlen. Und er müsste ja auch anzeigen mit dem vierten Gang, ne? Muss man ja probieren, mit dem ersten Gang, ob das funktioniert. Ohne Tempomat. Kennt ihr auch im Auto so, man gibt Gas und man fährt eine bestimmte Geschwindigkeit und dann schaltet man den dazu. Der Tempomat wird ja nicht die Schaltung übernehmen, das wäre schon Automatik.
Bremse. 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 Null. Ja gut. Kupplung. Der ist wieder lose. Da muss ich mir anschrauben. Das ist. Ich muss da was unterlegen. Gummi oder sowas. Jetzt machen wir mit Automat. Aber die Schaltung würde gehen. Also schaltet man zweiten, also leer. Zweiten, dritten. Aber er springt hin und her. Vierten. Obwohl ich ja vierten, also erstes, eigentlich der zweite. Ja, gibt mir auf eins zurück. Wahrscheinlich, weil er. Ja. So, runter mit dem Boden. Ich muss natürlich am Feststeller etwas unterstellen. Die Rutschmatte, eine Art, die Rutschmatte so ähnlich. Muss mal gucken, was ich da verwenden könnte. Im Auto habe ich so eine drin, muss man das ausschneiden. Ein Stückchen. Ein Amt kleben und dann muss das funktionieren. Dass er sich nicht verrutscht. Pflaster auch Metall, das verrutscht auch ein bisschen. Das ist zu glatt. Direkt anschrauben ist nichts vorgesehen mit Schrauben. Also muss das anderweitig probieren. Lenkrad habe ich ja fest installiert auf meine ja, Halterung fürs Lenkrad halt. Ne? Das kann ich wegrutschen mit zwei Schrauben. Das ist sehr stabil und hinten die beiden Klemmen auch noch festgemacht. Das ist sehr stabil, das hält aus. Ja, und das Gaspedal kann auch nicht wegrutschen, das ist auch angeschraubt. Ein ganzes System mit Stuhl. Ne? Ich bin im Großen und Ganzen damit zufrieden. Was mir ein bisschen stört, ist, der Sitz ist nicht so von der Höhe her nicht so, wie ich das dachte. Im Grunde müsste ich einen Monitor haben mit einer anderen Halterung. Also im Prinzip ohne Tisch. Würde ich aber auch nicht haben. Weil das mir wiederum zu. Ja. Ein bisschen mehr möchte ich schon noch mal am PC außer spielen. Ne? Also viel schreiben tue ich ja eh nicht, aber wie gesagt, für YouTube muss man einiges ausfüllen. Auch Bildbearbeitung muss man einiges eingeben. Nicht viel, aber doch einiges. Und da macht sich halt ein Tisch besser, ne? Bevor man irgendwie. Ja, irgendwo Luft zu hängen hat. Ne? Maus und so, das muss ja irgendwie gut steuerbar sein. Auch der zweite Rechner muss steuerbar sein. Zur Not. Die Tastatur würde jetzt nicht ankommen, aber für die Maus schon. Ne? Also einiges anschalten, ausschalten. Würde auch von hier aus gehen, wo ich jetzt gerade sitze. Alles andere müsste ich mir auch müsste ich aufstehen, oder? Mit der Tastatur anderweitig hinstellen. Wo genau? Wüsste ich das nicht. Ist halt so. Kleine Zimmer kann man sagen. Ich war ja mal dafür nicht ausgelegt. Und ich dafür gedacht. Und ein Eigenheim in dem Sinne habe ich ja nicht. Und sagen könnte jetzt baue ich mir das komplett um. Ne? Das ist dann hier in der Mietwohnung nicht so machbar. So, nächste Runde. Ja, wie gesagt. Noch nicht mal die Hälfte. Das sieht schlecht aus. Mal. Fünf, ah ja doch, wir haben noch zwei Folgen. Ja, wir haben doch noch zwei Folgen, die ich heute aufnehmen möchte, sag mal so. Ich mache ja in einer Woche 7 Folgen und das versuche ich am einen Tag aufzunehmen am Stück, um den Zusammenhang behalten zu können, ne? Und den Faden nicht verliert. Ne? Zumal ich auch dann nachher die nächsten zwei Let's Plays aufnehme und die, da laufen Programme wie Crossplay. Oder Outdrive, da wäre ganz gut, wenn das entsprechend durchläuft. Ne? Macht die Sache ein bisschen leichter. So, schon mal, das soll es halt auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Und tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.